Ich glaube, das ist das Video, wo ich mich am meisten gefreut habe. Ich habe es so lange wie möglich nach hinten gezogen, aber jetzt habe ich Bock drauf. Und zwar geht es heute um meine Haare und den Vergleich zum letzten Video, wie sie gewachsen sind. Legen wir los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Letztes Jahr im Juni habe ich meine Haare gespendet, nachdem ich sie dann schon bis zum Arsch runter habe wachsen lassen, weil ich mir einfach dachte, hey, jetzt gibst du einfach das Stück her, den Rest, der Rest wächst ja wieder. Und so dieses halblange, ach, das ist so meine Clinch-Länge. Das glaube ich für jeden irgendwie, der das nicht bewusst so lang haben möchte, schlimm, weil die Haare liegen auf. Dann kannst du eigentlich regelmäßig deine Haare kämmen. Und ich hatte, als ich sie mir frisch abgeschnitten habe, ich werde euch jetzt immer was einblenden, als ich sie mir frisch abgeschnitten hatte, hatte ich mir eine Stufe reinschneiden lassen, weil ich komischerweise immer mehr meine Locken bekommen habe. Dann habe ich die Pille abgesetzt, dann hat sich das so wieder so ein bisschen rausgeschlichen. Aber jetzt kommen sie dann auch wieder. Und heute gibt es den Vergleich zum letzten Mal. Und ich habe das ja selber mitgekriegt, dass meine Haare schon extrem gewachsen sind. Ich werde das dieses Mal in dieser Reihe nicht so machen, dass ich krampfhaft komplett lang wachsen lassen möchte. Also mehr als so lang wird es bei mir nicht mehr geben, weil nee. Und dann halt auch vielleicht mit Stufe, je nachdem wir gucken. Oder vielleicht doch mal wieder mit Farbe experimentieren, weil meine Naturhaarfarbe doch nur noch grau ist. Also nicht grau vom Grauwerden her, da kann man nichts dagegen machen, sondern ich war früher immer dunkel bis aschblond. Und jetzt bin ich nur noch dunkel. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Kann auch irgendwie eine Veränderung sein durch die Pille, weil sich meine Haare halt einfach auch komplett verändert haben. Ich habe früher grob meine Haare so einmal pro Woche gewaschen. Jetzt muss ich sie zweimal waschen. Müsste eigentlich noch häufiger, wenn ich den Trick nicht anwenden würde. Ich gebe Magenfein Heilerde auf die Haare, weil meine Haare schon nach einem Tag fettig sind. Und das solltest du nicht tun. Nicht jeden Tag deine Haare waschen. Schon gar nicht, wenn du eben zu so schnell fettendem Haar neigst. Da kann ja, deine Kopfhaut nichts dazu lernen, die Talgdrüsen, die fetten dann umso mehr nach. Deswegen Heilerde, das gleicht ganz gut aus und fällt bei meiner Haarfarbe natürlich nicht so auf. Die macht ein bisschen gelblich. Ich streue mir das einfach nur auf. Dazu wird es ein gesondertes Video geben. Ich streue mir das auf und kämme es mir dann in die Haare ein. Dann verteilt sich das ganz automatisch und ich kann wirklich tatsächlich 3 Tage lang aushalten. Und dann muss ich aber die Haare waschen. An meinen Shampoos und so hat sich gar nichts verändert. Ich habe immer noch meine festen Shampoos und bin hier kräftig am Aufbrauchen. Ich sage immer so schön, die runden Shampoos, die sind gar nicht so gut. Weil wenn du immer nur die flache Seite abbrauchst, ich werde dir übrigens meinen Ordner mit den festen Shampoos mal unters i legen. Wenn du immer nur die flache Seite abbrauchst, hast du ein richtig dünnes Stück irgendwann mal. Und das ist dieses Ponyhütchen-Shampoo, was jetzt schon fast aufgebraucht ist. Das war schon richtig groß. Das war so in der Größe von dem Glas-Shampoo. Da bin ich jetzt echt froh, wenn ich es aufgebraucht habe. Das Rossmann-Shampoo habe ich ja vor kurzem vorgestellt. Aber so das, was am besten für mich funktioniert hat, ist tatsächlich der Donut. Und dieses Shampoo habe ich ja bei Ecoverde gekauft. Das ist jetzt ein Schuppenshampoo. Schuppen habe ich keine mehr, weil durch das Pilleabsetzen hatte ich ja eine Pilzinfektion auf dem Kopf. Habe dann mit Medikamenten bin ich dann an die Sache rangegangen. Also habe Terzolin aufgetragen und andere Shampoos. Darunter eben auch dieses medizinische Shampoo, was mir nicht ganz so viel gebracht hat. Und habe jetzt tatsächlich gar keine Schuppen mehr. Wird wahrscheinlich auch so sein, dass die Heilerde da einfach auch einiges dafür tut. Die habe ich ja eigentlich im Endeffekt
Außer in frisch gewaschenem Haarwäsche natürlich nicht, aber die habe ich eigentlich immer auf dem Kopf. Ne? Und diese Heilerde gibt tatsächlich auch den Grip, den ich sonst nicht in den Haaren habe, frisch gewaschen. Ich hasse frisch gewaschene Haare. Wer schreibt da auch hier? Also ich kann mit frisch gewaschenen Haaren bei mir gar nichts anfangen, weil ich eben Gott sei Dank viele Haare habe, aber eben dünnes Haar. Das war für mich auch so, es ist gut bei Allergien, weil es sind keine Duftstoffe drin, es sind keine reizenden Stoffe drin, aber für mich, fettige Haare technisch, hat es jetzt nicht wirklich viel getan. Ich bin so ein bisschen enttäuscht von der Sache, würde es mir jetzt auch nicht mehr nachkaufen, weil ich ja auf meine Shampoos jetzt nicht allergisch reagiere, also das definitiv nicht. Aber es war ein Versuch wert, diese Verlängerung, die ich jetzt schon habe vom Haarwaschzyklus, dem habe ich nicht dem Shampoo zu verdanken, sondern der Heilerde. Und es ist schon ein bisschen schade. Also ich wechsle halt meine Shampoos auch immer wieder ab. Das ist ganz wichtig, dass ich halt nicht regelmäßig das gleiche verwende, weil ich doch noch so eine Kopfhaut habe, die da schon auch noch so ein bisschen empfindlich reagiert. Ja, also ich ziehe echt noch den Friseur in die Länge, muss ich sagen, weil dieses Stück kommt eigentlich ab. Das ist die Stufe. Und es ist jetzt nicht so, dass ich gar keine Stufe mehr haben möchte, aber so wie es jetzt gerade ist, habe ich hier unten eigentlich nur so Fädchen. Ihr seht den Unterschied. Hier habe ich wesentlich dickere Haare. Und das Ding ist halt auch durch das Pilleabsetzen und die Pilzinfektion auf dem Kopf, hatte ich eben dann auch Haarausfall. Und die Haare sind mir aber Gott sei Dank wieder nachgewachsen. Es ist natürlich so, dass diese Haare natürlich auch irgendwann mal unten ankommen sollen. Und ich will aber das jetzt nicht so abschneiden, also weil ich mag die Haarlänge einfach nicht in mir und ich weiß auch, wie ich mich unwohl gefühlt habe. Und jetzt im Moment geht es so einigermaßen. Also ich habe mal vor, wirklich im Juni dann die Haare mal wieder kürzer zu schneiden. Und das soll halt eben auch in der Serie, die wir jetzt hier machen, auch zum Vorschein kommen, dass ich eben auch zum Friseur gehe und die regelmäßig schneiden lasse. Früher war es halt so, als ich die Haare lang habe wachsen lassen, habe ich sie immer nur ganz, ganz wenig schneiden lassen. Und jetzt möchte ich natürlich schon vernünftig aussehen, aber so das hier, das möchte ich halt schon erstmal noch so ein bisschen länger wachsen lassen. Hier vorne sind sie eh länger als hinten. Einmal hat es vorher so runtergeschnitten. Ja. Bin ganz gespannt, wenn ich den Vergleich jetzt sehe. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich den Vergleich hier noch nicht gesehen. Ich weiß halt nur so, wenn ich in meinen Videos zurückgehe, da sehe ich das dann schon, wie lang die geworden sind. Gott sei Dank. Ich lasse sie normal wachsen, nehme aber zurzeit MSM, was bei mir den Anschein hat, in Richtung Schmerzen funktioniert es gar nicht und Heuschnupfen. Aber Haare und Haut funktioniert es ganz gut. Also das hatte ich beim ersten Mal MSM auch schon so in Erinnerung, dass es bei mir mehr bei den Haaren gewirkt hat als in Richtung Schmerzen. Das ist vielleicht für dich auch ein Tipp, dass du vielleicht MSM mal ausprobierst. Ich habe auf meinem zweiten Kanal habe ich Videos dazu. Vielleicht hast du Bock, da ja mal vorbeizuschauen. Ich melde mich an der Stelle mal wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Und was sagst du, wie meine Haare gewachsen sind? Das ist schon krass, ne? Also, ja. Ich sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib der Sache doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Und wenn wir uns in den Kommentaren wiedersehen, danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!